Leute, alles klar bei euch und willkommen zur nächsten Pro Fatal Episode hier auf meinem Kanal. Wir sind im Viertelfinale und ihr habt es schon am Intro gesehen. In der letzten Episode haben wir Timo vom VfL Wolfsburg ganz knapp besiegen können. Ein sehr, sehr enges Matchup war es, ein sehr, sehr spannendes Match. Und heute geht es gegen niemand Geringeren als gegen Gorilla. Zu Gorilla braucht man nicht viel sagen. Einer der besten FIFA Ultimate Team Spieler der Welt. Ohne jede Frage. In seinem Achtelfinale konnte er #Tess, auch ein absolut krasser FIFA-Spieler, mit 2:0 in Spielen besiegen. Und dementsprechend haben wir hier eine richtige Herausforderung vor uns. Aber bevor wir jetzt zu dem Match kommen, will ich euch erstmal danken für euren Support in all den Fatal-Episoden. Euer Support war unnormal krank. Bei der letzten Episode haben wir sogar fast die 4000 Likes. Und das wäre auf jeden Fall der Rekord bisher bei einer Fatal-Episode auf meinem Kanal. 3900 noch was Likes waren es zu diesem Zeitpunkt, wo ich jetzt hier gerade das Ganze aufnehme. Abnormal kranker Support, Freunde. Unnormal großes Dankeschön von mir an euch. Ihr seid echt, echt krass unterwegs. Und dementsprechend werden wir jetzt hier auch irgendwann mal, ja, so ein kleines Hashtag brauchen, ja, für die Stylo Army. Und da könnt ihr entscheiden, wie das Ganze heißen soll. Schreibt es in die Kommentare, ob Hashtag Stylo Army, Hashtag Stylo Nation oder was auch immer euch da einfällt. Schreibt es in die Kommentare und dann werde ich in den nächsten Tagen auf Twitter eine Umfrage mit euren Vorschlägen machen. Und dann könnt ihr entscheiden, wie wir unsere Army, unsere Nation hier auf meinem YouTube-Kanal nennen. Twitter habe ich euch jetzt hier auch eingeblendet. Des Weiteren lohnt es sich auf jeden Fall auch, einen Blick auf alle anderen Social-Media-Kanäle von mir zu werfen. Blende ich euch auch jetzt hier ein, Instagram, Facebook. Denn dort wird in den nächsten Tagen auch noch eine Kleinigkeit für euch kommen. Schaut dort auf jeden Fall vorbei. Und hier auf YouTube wird am Sonntag was für euch kommen. Ich hatte es ja schon mal gesagt in einem Video, dass ich hier auch ein Giveaway starten werde. Und das werde ich auf jeden Fall am Sonntag dann für euch machen. Schaut dort auf jeden Fall auch wieder rein. Und jetzt würde ich sagen, kommen wir zum Match gegen Gorilla. Hier auf meinem Kanal werdet ihr jetzt das zweite Match sehen. Das Hinspiel war auf Gorillas Kanal. Schaut dort auf jeden Fall vorbei, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Link dazu ist unten in der Beschreibung. Und ich werde das Ergebnis gleich spoilern in 3, 2, 1. Und zwar habe ich das Hinspiel im Elfmeterschießen verloren. Es ging 5:5 aus und das Elfmeterschießen habe ich dann 5:3 verloren. Sehr, sehr enge Kiste, sehr, sehr bitter für mich gelaufen. Schaut es euch an, weil ihr es noch nicht gesehen habt. Jetzt geht es hier weiter mit dem zweiten Match und mit einem eventuell dritten Match. Lasst dem Video einen Daumen hoch, da wäre krass, wenn wir wieder die 2500 Likes packen. Und Peace. So, dann schauen wir mal. Das ist sein Team. Sein Keyplayer war Team of the Season Dembélé und er hat ein sehr, sehr starkes Team um den guten Boy herum aufgebaut. Und Freunde, ich verstehe es nicht, was schon wieder im ersten Spiel passiert ist. Unglaublich! Ich habe so das Gefühl, die krassesten Fatal Games, ja, die seht ihr hier. Die Balla, schade. Die Balla. Gute Schussposition, die Baller! Und er macht ihn rein. Er macht ihn dann eiskalt rein und das ist der Unterschied. Er nutzt seine Chancen. Wie schon im ersten Spiel macht er eigentlich mit jedem Treffer, mit jedem Schuss einen Treffer. Unglaublich. Der Druck ist da. Das ist schön gespielt, aber der letzte Pass. Wichtig. Und dann sowas. Also in dieser Begegnung ist bisher das Glück nicht auf meiner Seite. Ein Tor vor der Halbzeit wäre noch sehr, sehr wichtig. Ein Tor vor der Halbzeit wäre wichtig. Ja, nice. Das war schön gespielt. Auch hier mit dem L2-Step. Nice gemacht. Das muss ich auf jeden Fall in der zweiten Halbzeit beibehalten. Das ist unglaublich, Mann. Ich schwöre, das.
Ey, Gorilla ist so krass, er macht immer Tore aus dem Nichts. Immer dann, wenn ich das Gefühl habe, das Spiel jetzt zu dominieren und kurz vor dem 2:2 zu sein, macht er auf einmal ein Tor, so aus dem puren Nichts, Alter. Und das ist echt krass seine Stärke, Mann. Yes! Aber wir kommen auch direkt wieder zurück, Mann. Es bleibt abnormal spannend. Abnormal spannend, Mann. Ja, und das, jetzt macht er wieder ein Tor. Ich verstehe das nicht. Wie die Abwehr da so offen ist auf einmal wieder. Oh! Wie kann der nicht reingehen? Warum habe ich das Pech? Schön gespielt! Jawohl, diesmal Pfosten und rein. Ey, was ist hier los? Was sind das für Games? Alter! Das war auch wieder super gespielt. Kranke Games hier mit Gorilla. Let's go, Alter! Ey, was ist hier los? Was sind das für kranke Matches, Freunde? Wenn ihr das erste Spiel nicht gesehen habt, guckt euch das erste Spiel an. Das ist nicht mehr normal, wie das hier krass hin und her geht. Ohne mal, Freunde. Nein. David Luiz. Oh, was ist hier für ein Heckmeck? Ey, ich komme nicht klar. Hazard. Hazard. Hazard in der 89. Minute. Was ein Comeback, Freunde. Gegen Gorilla. Unglaublich. Unglaublich. Wunderbar gesehen hier mit Hazard. Aber dass ich den da reinmache, ne? Ich habe einfach gut Glück da geschossen. Alles oder nichts. Und er geht rein. Jawohl. Wir gewinnen das zweite Match. Und es geht in ein drittes Entscheidungsspiel. Ey. Oh, nochmal krank. Wenn man dachte, dass das Match gegen Timo schon krass spannend ist. Das hier toppt nochmal alles. Unfassbar. Unfassbar. So, Freunde. Entscheidungsspiel gegen Gorilla. Es geht. Schön. Richtig. Dummer Fehler. Bei Hazard, jawohl, 1:1. Wieder weg. Schön gespielt. Nein, kein Foul. Shit. Ja, oh, Glück. Und dann das. Ha! Ey, warum kann ich nicht einfach Glück haben, Mann? Egal. Lukaku! Bei mir geht er gegen die Pfosten. Komm, Lukaku, geh. Oh, neuer Held. Ey, es ist so krank gegen Gorilla, wenn du einen Fehler machst, ne? Das ist halt mein Problem. Ich lasse zu dicke Chancen liegen.
Elva. Zu viel gezogen. Enttäuschen. Oh, Schiri! Ich lauf doch noch mit Griezmann in dem Moment. Alter, was für eine Serie. Und am Ende scheiden wir aus, weil wir einfach zu viele Fehler gemacht haben. Ne, krasses Match, aber auf jeden Fall. GG an Gorilla. Unnormal kranke Spiele. Jedes Spiel unnormal krank. Am Ende hat es dann leider nicht gereicht, Freunde. Wir unterlegen Gorilla insgesamt 2-1 im Best of 3. Aber die Matches hatten es allesamt in sich. Ich meine, überlegt einfach mal, ich bin im ersten Match nach einer 4-2 Rückstand zurückgekommen, hab das Ganze auf ein 5-4 gedreht, leider dann in der 120. Minute das 5-5 kassiert, sonst wären wir dort als Sieger hervorgegangen. Und im zweiten Match lag ich ebenfalls 2-4 hinten, konnte mich zurückkämpfen und das 5-4 erzielen und das Ganze auch gewinnen. Im letzten Match hat Gorilla dann auch verdient gewonnen, 3-2. Die Matches davor, ja, muss ich sagen, dass ich da doch der Stärkere war, meiner Meinung nach. Ich hatte mehr vom Spiel, hatte mehr Chancen. Leider konnte ich das erste Match nicht für mich entscheiden, aber so ist das halt. Ich verabschiede mich hier erhobenen Hauptes von Pro Fatal. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, vor allem mit eurem Support. Ohne mal krank, ich bin froh, dass ich zum ersten Mal bei Fatal dabei sein konnte. Ich hoffe, dass Gorilla mich auch beim nächsten Mal wieder einlädt. Ich glaube, ich habe mich hier sehr, sehr gut geschlagen. Natürlich ist es sehr, sehr bitter, dass man am Ende nicht den Halbfinaleinzug perfekt machen konnte, denn es war auf jeden Fall drin. Nichtsdestotrotz. Euer Support war unnormal krass, Freunde. Ich hoffe, das bleibt auch in Zukunft so. Lasst dem Video gerne einen Daumen hoch da, falls es euch gefallen hat. Und bitte geht nicht irgendwie rüber zu Gorilla und schreibt irgendwie Hashtag unverdient oder sowas rein. Das, finde ich, gehört sich so. Zeigt ihm einfach Respekt, Fair Play, das muss so sein. Zum Beispiel beim Matchup zwischen mir und Timo kamen halt der eine oder andere, der halt das nicht gefeiert hat, dass Timo verloren hat, zu mir rüber und hat beleidigt und sowas. Und das gehört alles einfach nicht dazu, Freunde. Und glaubt mir, Timo, diejenigen, die hier beleidigt haben dann beim letzten Mal, dem tut dir auch keinen Gefallen, wenn ihr jetzt hier rüberkommt und beleidigt. Und dementsprechend möchte ich auch nicht, dass Leute von mir jetzt, die unbedingt wollten, dass ich weiterkomme, zu Gorilla rübergehen und irgendwas in die Kommentare reinschreiben, ja? Zeigt Respekt, Fair Play und wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace out und ciao!